Gut. Und da haben wir Far Cry 5 auch schon durchgespielt. So einfach geht's. Man muss einfach mal nix machen. Hallo und herzlich willkommen zu Dulli TV spielt Far Cry 5. Ich liebe Far Cry und deshalb habe ich mich ganz besonders sehr auf diese Reihe gefreut und auf dieses Spiel. Und in Ehren von Far Cry 5 werde ich jetzt was Besonderes machen, denn Far Cry 5 hat genau wie Far Cry 3 und Far Cry 4 ein alternatives Ende, was man direkt zu Beginn freischalten kann. Und das werden wir jetzt angucken, bevor ich das richtige Spiel spiele. Ich war schon einmal kurz im Spiel drin und werde jetzt mit euch zusammen die ersten paar Minuten anschauen. Und dann wollen wir doch mal schauen, ob wir es schaffen, direkt das erste Ende am Anfang zu sehen. Angeblich soll man das Spiel nämlich schon nach 10 Minuten durchspielen können. Das machen wir jetzt einfach mal. Genießen die Grafik und das Spiel. Und wenn dieses Ende abgeschlossen ist, was dort auf uns zukommen wird, dann beginne ich nochmal neu und dann kommt danach auch ein neues Video. Das seht ihr wahrscheinlich da oben, ist jetzt irgendwo ein Infobutton, da könnt ihr draufklicken. Und dort geht es dann zum richtigen Spiel, beziehungsweise zum richtigen Ende. Aber meiner Meinung nach sollten wir uns das alternative Ende auf jeden Fall anschauen. Wenn wir die Möglichkeit dazu haben, dann machen wir das jetzt auch einfach. So, wir nehmen jetzt mal hier so einen Boy, bestätigen, zack. Und dann spielen wir das gute Spiel einmal durch. Das wird geil. Ein neuer Gegner, ein neues Spiel, so ist das nice. Far Cry hat natürlich immer extrem geile Antagonisten. Im vierten Teil war es der Typ im pinken Anzug in Tibet. Im dritten Teil war es dieser Crazy Vass, hieß der, glaube ich. Dieser durchgedrehte Guerilla-Terrorist. Und ich bin mal sehr gespannt auf diesen Sekten-Religionskrams in den USA. Ich glaube, das wird sehr geil. Und jetzt geht es auch schon los. Ich werde jetzt nicht ganz so viel labern am Anfang. Ich würde sagen, wir gönnen uns einfach mal die Story und diese unglaublich atemberaubende Grafik. Genial. Aber erstmal. Für mich ist es mein Zuhause. Ich habe mein ganzes Leben hier verbracht. Es ist immer noch unglaublich schön. Vielleicht haben wir deswegen nicht gesehen, wie hässlich diese Leute waren. Oha, da hat einer an Social Media gedacht. Wir alle hielten diese Gruppe für lächerlich. Sie waren anders. Religiös. Militant, es war eine gottverdammte Sekte. Der Kollaps steht bevor, meine Kinder. Zuerst kauften sie alle Farmen weit und breit. Dann den Radiosender. Und schon bald gehörten ihnen sogar die verdammten Cops. Eine Art souveräner Religionsstaat. Und zwar gleich hier. Vor unserer Nase. Niemand wird uns helfen. Die Regierung kümmert sich einen Scheiß. Wir sind Gott allein. Gott verlangt, dass wir die verlorenen Seelen retten, ob sie Rettung wollen oder nicht. Die Menschen wollen nicht glauben, dass solche Gruppen existieren. Die Leute haben Angst, Mann. Und einige wollen uns schaden. Einige wollen alles zerstören, was wir uns hier aufgebaut haben. Und einige werden uns verraten. Wir wissen nicht, so weit. Der hat aber auch einen bösen Blick drauf, ne? Ist ja unglaublich. Ihr Anführer, Joseph Seed. Sie nennen ihn den Vater. Und die in der Außenwelt sind blind. Sie haben keinen Glauben. Sie haben kein Vertrauen. Bitte, nein, 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 nein! Ich zwinge sie zu sehen. In die Augen drücken, das finde ich ja richtig egal. Okay, wir sind in einem Heli. Wir überqueren jetzt den Henbane. Oh fuck, da ist der verrückte Schweinehund. Einfach mal eine Statue gebaut. Wir sind offiziell im Peggyland. Wie weit ist es noch? Weit genug, um den Plan zu ändern. Wir könnten einfach umkehren. Soll ich denn einen Haftbefehl missachten, Sheriff? Nein, Cameron. Ich will nur, dass du den ganzen Ernst unserer Lage... Ich kann mich hier ein bisschen umschauen, aber nicht so richtig. Das ist kein Mann, mit dem man sich anlegt. Wir hatten schon mit ihm zu tun und das lief nicht immer glimpflich ab. Und manchmal
Manchmal ist es besser, es gut sein zu lassen. Ja, nun, die Gesetze gibt es nicht ohne Grund, Sheriff. Wenn Joseph sieht, wird das auch begreifen. Naja, das wollen wir mal sehen. Brad, ich brauche Verbindung zur Leitstelle. Whitehorse an Leitstelle, over. Aaron, ich höre. Wir nähern uns dem Anwesen, Nancy, over. Roger, Sheriff. Wollt ihr das wirklich durchziehen? Over. Wir, unglücklicherweise, versuchen wir immer noch den Marshall zur Vernunft zu bringen. Over. Alles klar. Er hat Glück, dass ich nicht da bin. Lasst mich wissen, wenn es Probleme gibt. Over. Verstanden, over and out. Vielleicht hätten wir lieber Nancy mitnehmen sollen als den Neuen. Vor ihr hätten die Peggys Angst. Fred! Warum nennt ihr sie immer Peggys? Project at Eden's Gate, PEG, Peggys. So nennen sie die Einheimischen. Ja, vor ein paar Jahren fing alles ganz harmlos an, aber jetzt sind sie bis an die Zähne bewaffnet. Und zu allem... Was für ein knausriger alter Sheriff, ne? Aber er ist irgendwie sympathisch. Dann sehen wir wahrscheinlich sowas wie Deputy. Oha. Das ist gut, gültiger. Ach, das ist eine schlechte Idee. Letzte Chance, Marshall. Wir gehen rein. Bring uns runter. Brett, hab verstanden. Da wüsste ich ja gern, ob sie das alles im Motion Capture gedreht haben. Diese ganze Szene. Leitstelle, bitte melden. Ja, Sheriff, ich höre. Wenn du in 15 Minuten nichts gehört hast, schick jeden Mann, wenn nötig, auch die Nationalgarde. Over. Jawohl, Sheriff. Ich werde für euch beten. Aufgepasst! Drei Regeln. Zusammenbleiben, Waffe im Holster lassen und ich übernehme das Reden. Verstanden. Verstanden. Rookie! Alles klar, Leute! Aufpassen! Los geht's! Ey, diese Grafik, ne? Wowza! Göttlich, wirklich göttlich. Da profitieren wir von der Xbox One X. Oh, ich muss mir sein Bart angucken. Schöner Bart. Ja, wartet auf mich! Ich komme ja schon. Alles in Ordnung, Arzt. Alles ist in Ordnung. Gut, Gütiger, ihr tragt alle Dienstmarken, oder? Ja, hier drauf. Aber sie verfolgen uns alle mit ihren Blicken. Auch ganz geil. Die Waffe werden sie respektieren. Man kann nicht jedes Problem mit einer Kugel lösen, Marshall. Oha. Kampfhunde. Da muss man immer aufpassen. Schaut es hier. Sollen wir uns in Ruhe lassen. Ganz ruhig. Der Vater macht schon was. Oh, Marsha. Wir machen das hier auf meine Weise. Ruhig und besonnen. Verstanden? Na schön. Hudson an die Tür. Deck uns den Rücken. Lass keinen dieser Leute hier rein. Rookie, folge mir. Und du? Mach. Einfach keine Dummheiten. Ganz ruhig, Sheriff. Du wirst deinen Namen bald in der Zeitung lesen. Wahrscheinlich, weil er tot ist. Wird schon werden. Etwas kommt auf uns zu. Ihr spürt es, oder? Dass wir auf den Abgrund zusteuern. Und dass der Tag der Abrechnung kommt. Deshalb haben wir das Projekt begonnen. Weil wir wissen, was als nächstes geschieht. Sie werden kommen. Sie wollen uns alles abnehmen. Unsere Waffen. Unsere Freiheit. Unseren Glauben. Sie sind alle ganz schön haarig. Aber wir lassen sie nicht. Sheriff, einen Augenblick, Marshall. Weder wird uns ihre Gier, noch ihre Unmoral, noch ihre Verdorbenheit je wieder Schmerz zufügen. Sheriff, es wird keine Schmerzen mehr geben. Nur einen Scheiß drauf. Joseph Seed. Ich habe hier einen Haftbefehl gegen Sie. Wegen des Verdachts auf Entführung mit dem Vorsatz der Körperverletzung. Nun, treten Sie vor und lassen die Hände da, wo ich Sie sehen kann. Na,
Da sind sie ja. Die Schlangen in unserem Garten. Und sie holen mich. Sie kommen, um mich euch wegzunehmen. Die haben richtig Bock auf Stress. Sie kommen, um zu zerstören, was wir aufgebaut haben. Einen Moment! Nimm die Hand von der Waffe! Abwarten und ruhig bleiben! Ganz ruhig! Das beruhigen wir uns! Wir wussten, dieser Tag kommt. Wir sind darauf vorbereitet. Geht. Los. Gott wird das nicht zulassen. Und ich sah, dass das Lamm das erste der sieben Siegel auftat. Und ich hörte eines der vier Wesen sagen, wie mit einer Donnerstimme, komm und sieh! Treten Sie vor! Und ich sah. Und siehe. Ein fahles Pferd. Und die Hölle zog mit ihm einher. Rookie! Leg den Mistkerl Handschellen an. Gott wird das nicht zulassen. So, ich glaube, das ist jetzt nämlich die Stelle, an der wir nichts machen dürfen, um direkt das Spiel gleich durchzuspielen. So war es in Far Cry 4 nämlich auch. Dort wurde uns nämlich gesagt, dass wir am Tisch sitzen bleiben sollen. Leg die Waffen. Und wenn man einfach am Tisch sitzen geblieben ist, dann wird man abgeholt und dann ist das Spiel zu Ende. Einfach. Deshalb warten wir jetzt hier mal einen Augenblick. An dieser Stelle vielleicht mal eine Empfehlung für die Amazon Prime, für den Amazon Prime Kurzfilm namens Far Cry 5 Inside Eden's Gate, kann ich sehr empfehlen. Alles in echt, keine Animation, mit den gleichen Schauspielern auch. Und ich, wirklich, es macht so Bock auf eine Serie, dass es fast schon schade ist, dass es davon nicht mehr gibt. Also. Und errichte dich nach deinem. Kann es wirklich nur empfehlen. Schön mal Inside Eden's Gate reinziehen. Und dann kann man den guten Bösewicht hier mal den echten Schauspieler sehen. Und der ist genauso einnehmend wie derjenige, der gerade vor uns steht. Der übrigens sehr schön animierte Nippel hat, muss man auch mal sagen. Also, nicht schlecht. Gott verdammt, Rookie! So, jetzt müsste es doch aber gleich soweit sein, oder? Nö, wir legen einfach nicht die Handschellen an. Haben wir keinen Bock drauf. Na? Sheriff? Moment, Marshall. Ihr könnt ja mal in die Comments schreiben, ob ihr wusstet, dass es ein zweites Ende gibt. Und ob ihr es schon gesehen habt oder ob ihr es bei mir zum ersten Mal gesehen habt. So, jetzt passiert was. Wir gehen, okay. Ich hab nichts gedrückt. Was zur Hölle macht ihr denn? Was macht ihr denn? Verdammt nochmal, was soll das werden? Ah, geh zurück! Halt die Klappe und hör zu! Wenn du ihm Handschellen anlegst, kommt keiner von uns hier lebend raus. Ich lasse euch alle verhaften. Das war's dann. Gut. Und da haben wir Far Cry 5 auch schon durchgespielt. So einfach geht's. Man muss einfach mal nix machen. Ich find's sehr geil, dass es so eine Option gibt heutzutage in Spielen, dass die Entwickler sich da nicht zu schade sind, auch mal sowas einzubauen. Ja, einfach mal nicht die Schandstellen angelegt und so ist das Spiel zu Ende. Aber das ist natürlich nicht das richtige Ende, beziehungsweise nicht das Ende, das wir sehen wollen. Das Ende, das wir sehen wollen, seht ihr in der nächsten Folge, beziehungsweise wenn ihr es live guckt, einfach dranbleiben. Ich fange gleich weiter an zu streamen. Vielen Dank fürs Zusehen, lasst ein Like, Comment und ein Abo da und wir sehen uns beim nächsten Mal, wenn es heißt Far Cry 5, gespielt von DuliTV, beziehungsweise erstmal von mir. Mal schauen, ob wir das im Koop spielen. Das soll es erstmal gewesen sein für dieses Video. Schön, dass ihr dabei wart. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Ich glaube, es wäre besser, wenn wir uns jetzt küssen. Warum? Wir kommen zum Ende. Seht ihr? Oh, mein Liebling. Also, Mist, also. Oh, mein Liebling. Sieht nach einem großen Ende aus.